haben Sie mit dem Leistungssport angefangen? Also regelmäßig habe ich vor 3 Jahren richtig angefangen. Aber im Verein bin ich seit 1999 und habe nur keine Leichtathletik gemacht und sowas, aber regelmäßig vor 3 Jahren. An wie vielen Olympiaden bzw. Weltmeisterschaften haben Sie schon teilgenommen? Also die Weltmeisterschaft in Esmir, ja, im letzten Jahr habe ich mitgemacht, bin da über 4 Meter gelaufen, aber bin leider schon im Halbfinale ausgeschieden. Meinen Sie, dass Sie eine Chance haben zu gewinnen oder ist Ihr Wettkampf? Am Freitag habe ich einen Zehnkampf da haben 5 Leute Medaillenchancen. Also kommt drauf an, wie gut jeder ist. Das Wetter ist sehr heiß, also kann man schwer sagen, ob ich eine Medaille gewinnen könnte. Aber wäre natürlich schön, wenn ich gewinnen könnte, ja. Wie verständigen Sie sich mit Ihren Trainern auf dem Platz? Ja, also mit den Trainern verstehe ich ganz gut. Ich glaube, dass sie mir beibringen können, wie man richtig macht. Beispiel in technischen Disziplinen, Stabhochsprung oder im Zehnkampf. Also verstehe ich eigentlich ganz gut. Sie laufen ja auch. Wie wird der Startschuss gegeben? Der Startschuss? Ja. Am Anfang wird ein rotes Licht angezeigt auf dem Boden und dann wird voll blau, wenn wir alle aufstehen, und dann wird grün, der Start. Wie nehmen Sie die Zuschauer wahr? Ja, der Trag jetzt Hörgeräte, so nehme ich natürlich schon wahr. Aber wenn sobald ich die rausnehme, dann höre ich nichts mehr. Automatisch nehme ich die schon wahr durch Jubeln und so. Ist Ihre Familie auch aus Deutschland angereist, um Sie anzufeuern? Nee, die sind daheim. Wie sind Sie zu Ihrer Behinderung gekommen? Ich bin schon geboren an Geburt, Schwerhörig. Und man weiß nicht genau, warum das passiert ist. Also keine Ursache. Finden Sie, dass Ihre Sportkarriere den von Ihnen gewollten Weg einschlägt? Ja, also meine Sportkarriere, ich bin natürlich froh, dass ich Sport angefangen habe und dann in der Leichtathletik gelandet bin. Und freue mich schon natürlich, dass ich auf ein paar Erfolge zukommen. Und ich hoffe, dass ich mit ohne Verletzung rauskommen kann. Und ja. Oder hatten Sie einmal andere Träume, also beziehungsweise eine andere Sportart zu machen? Angefangen habe ich mit Fußball und damit war es nicht so gut gefallen, weil da immer gefault wird, gemerkt wurde. Und ich fand leider den einfach schöner, weil einfach eine olympische Grundart ist, Grundsport ist. Und seitdem bin ich auch geblieben. Haben Sie schon einen Beruf oder studieren Sie noch? Nee, ich habe den Realabschluss gemacht und erst am diesen Oktober fange ich mit Studium an. Sportwissenschaft und es dauert 3 Jahre. Was sind Ihre Hobbys neben dem Sport? Ja, also ich spiele gerne Computer, mache Billard, treibe gerne mit Freunden rum, bin im Kino, bin gerade mit meiner Familie daheim und ja. Haben Sie Probleme im Alltag? Nee, ich habe eigentlich keine Probleme. Ich komme klar mit meiner Familie aus, gehe in die Schule und also gibt keine Probleme. Okay.